Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2039. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich bin hier gerade so am Radio hören und habe eine Geschichte gehört, die ich direkt weitererzählen möchte. Und zwar geht es um Dominosteine. Ich weiß nicht, wer von euch die Dominosteine kennt. Ein Gebäck, was man zur Weihnachtszeit besonders gerne isst. Und die Geschichte dieser einmaligen Süßigkeit, die geht folgendermaßen. Ein junger Mann namens Herbert Wendler hat im zarten Alter von 21 Jahren eine Pralinenfabrik aufgemacht. Und weil er trotz des gut laufenden Umsatzes noch mehr Umsatz machen wollte, wollte er eine Praline produzieren, die sich jeder Mensch leisten kann und die zum damaligen Zeitpunkt 1931 auch mit den damals verfügbaren Zutaten zu machen ist. Er hat sich ein Vorbild genommen, nämlich ein Lebkuchengebäck aus dem Erzgebirge. Das bestand aus zwei Schichten Lebkuchen und dazwischen eine Schicht Gelee. Und er wollte keine 1-zu-1-Kopie machen, deswegen hat er sich überlegt, was könnte ich denn da nur tun? Und hat dann diese zweite Lebkuchenschicht durch Marzipan ersetzt. Also eine Schichtpraline aus Lebkuchen, Gelee und Marzipan und das mit Schokolade umhüllt. Und dieses Gebäck nannte er Dominosteine. Und diese Dinger waren zu DDR-Zeiten der absolute Knüller. So gefragt, dass man sie als DDR-Bürger kaum kaufen konnte, dafür aber umso besser im Westen. Denn die DDR war ja chronisch pleite und auf der Suche nach den harten Devisen und hat deswegen diese Praline in riesiger Anzahl in den Westen verkauft. Und deswegen kennt man dort natürlich auch die Dominosteine. Und bis 1996 hat dieser Herr Herbert Wendler in seiner eigenen Fabrik in Dresden diese Dominosteine weiter produziert, ist dann leider pleite gegangen und kurz darauf ist der Erfinder dieser Köstlichkeit auch gestorben und gekauft wurde die Firma von Dr. Quent. Vielleicht klingelt es jetzt dem einen oder anderen in den Ohren. Dr. Quent ist der Hersteller von Dresdner Christstollen und zwar nicht von irgendeinem Dresdner Christstollen, sondern vom Gewinner der Stiftung Warentest und den auch aus meiner Sicht bestschmeckenden Weihnachtsstollen überhaupt. Und Dr. Quent produziert diese Köstlichkeit natürlich seit 1990 für Gesamtdeutschland überall erhältlich, aber nach weiterhin dem Originalrezept von 1931, erfunden von einem Dresdner. Hättet ihr es gewusst? Ich wusste es nicht, hab's gerade beim Radio hören mitbekommen und dachte, das ist doch mal eine schöne gesamtdeutsche Geschichte. Jeder, den ich kenne, der Dominosteine kennt, liebt diese Dinger. Eine Erfindung von einem Dresdner, der einfach eine Praline für jedermann machen wollte, die sich jeder leisten kann. Und ich finde, er hat das gut hinbekommen. Ich selber liebe diese Dominosteine auch und ich esse die auch in großer Zahl jedes Jahr zu Weihnachten. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören. Für den Speicherplatz auf euren Geräten, ich sag Moin, Mahlzeit oder Guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und ich werde jetzt mal was Tolles Neues ausprobieren, mal sehen, ob ihr den Unterschied hört. Könnt ihr mir ja gerne per E-Mail oder auf den anderen Kanälen mitteilen, ob ihr einen Unterschied hört. Und vielleicht hören wir uns dann schon morgen wieder. Euer Reiko.